als Karl Rossmann mit dem Schiff in den Hafen von New York einläuft. Da sieht er die Freiheitsstatue. Aber es heißt im Roman, dass sie ihr Schwert geschwungen hat. Und wir wissen ja nun, dass die Freiheitsstatue im Hafen von New York eine Fackel in der Hand hat und kein Schwert. Ob das jetzt so zu verstehen ist, dass dieser Karl Rossmann so eingeschüchtert ist, dass er eine Fackel für ein Schwert hält, oder ob Kafka bewusst behauptet, die Freiheitsstatue trägt ein Schwert, das lässt sich nicht entscheiden. Das Schauspiel Köln bringt Franz Kafkas Text als Mischung aus Theater und Puppenspiel auf die Bühne. Karl ist eine Puppe, die von den Mitspielern geführt werden muss. Ein Spiegel der literarischen Vorlage, die den jungen Karl immer wieder als Abhängigen zeigt.